Bei uns in Addis Abeba lebt ein Paar, was schon über 75 Jahre zusammen ist. Und von denen kann man ja wohl erfahren, was das Wichtige ist in einem Eheleben. Bei denen kann man sich abschauen, worum es wirklich geht. Fressen. Gutes, saftiges Gras. Dass man gemeinsam zum Fressen geht, das ist wichtig. Und wenn der eine es nicht schnell genug schafft, dass man dann ein bisschen nachhilft und den anderen zum Fressen schiebt. Miteinander, füreinander. Dazu gehört auch, dass man den anderen zurechtbringt. Denn immerhin steht er in Gefahr, die besten Brocken zu versäumen, wenn er nicht aus der richtigen Position ist. Dafür sind Ehegatten da, zärtlich einander mitzuteilen, wo es lang geht. Warum das so wichtig ist? Wenn man nicht aufpasst, ist manchmal das beste Stückchen weg. Also, das ist doch Ehe, aufeinander Acht zu haben und miteinander alt und dick zu werden. Wir freuen uns hier von Addis Abeba aus einen Gruß nach Seckmauern, Heimgrund und vor allen Dingen Breitenbrunn zu schicken. Wir freuen uns, dass es noch mehr Menschen unseres Alters gibt, die ihr Ehejubiläum feiern können. Die feiern können, dass sie Schwierigkeiten überwunden haben und dass sie eine gute Zeit miteinander haben, dass sie Freunde haben. Herzlichen Glückwunsch nach Breitenbrunn. Liebes Ehepaar Köther, herzliche Grüße von uns aus Addis. Schön, dass Sie heute feiern. Von uns herzliche Grüße. Wir sind froh, dass Sie Freunde haben, die mit Ihnen feiern und die auch uns eingeladen haben, heute auf diese Art und Weise dabei zu sein. Alles Gute und Gottes Segen fürs Fest. Liebe Köters, jetzt hier sind wir in unserer Kirche vor dem Altar. Es ist ein anderer als vor 25 Jahren. Ich nehme an, Sie sind auch anderer als vor 25 Jahren. Ihnen wurde damals ein Spruch mitgegeben, ein Trauspruch, der ist noch der gleiche. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Nach 25 Jahren, und Sie sind immer noch zusammen, haben Sie seine Güte ganz gewiss erfahren. Wir sind gerade erst vor kurzem aus dem Flugzeug gestiegen und haben es wieder gesehen, wie weit der Himmel ist, wenn man erstmal durch die Wolken hindurchgekommen ist. Ich bin jedes Mal wieder überrascht davon, wie hell die Sonne strahlt oben über den Wolken und wie schön dieser Himmel ist. Aber oftmals ist uns dieser Blick verdeckt durch die Wolken. Und so geht es uns wahrscheinlich auch in der Güte Gottes, dass sie uns immer wieder verdeckt ist durch die Wolken. Und es ist eine gute Sache, wenn wir immer wieder darüber hinweggucken können und durch die Wolken hindurch sehen, wie weit der Himmel Gottes ist und wie groß seine Güte. Die Ehe ist nicht der Himmel. Bei jungen Brautpaaren hat man manchmal den Eindruck, die verwechseln das ein bisschen. Nach 25 Jahren wissen sie, die Ehe ist nicht der Himmel und manchmal müssen auch Wolken sich entladen und es gibt ein Gewitter, damit danach der Himmel wieder frei ist. Und auch die Güte sichtbar ist. Aber es gibt ein Sprichwort, man kommt nur zu zweit in den Himmel. Das heißt, auch die Ehe ist eine gute Schule, um in den Himmel zu gehen, aufeinander zu achten, einander mitzunehmen, füreinander gut sein. Das ist wohl ein Stück des Weges in den Himmel. Dass Sie beide heute einen schönen Tag haben, vielleicht in den strahlenden Himmel schauen können, und wirklich die helle Sonne und die Güte Gottes sehen können, die ihnen leuchtet, das wünschen wir ihnen.
und dass sie die nächsten 25 Jahre glücklich und behütet miteinander leben können.